Er ist jung, aber das heisst nicht, dass er keine Erfahrung hat. Er steht schon seit er 14 ist auf der Bühne, hat eine musikalische Ausbildung, ist ein talentierter Zauberer. Viele kennen ihn auch als Erwin aus der Schweiz. Meine Damen und Herren, die hei, ein riesengroßer Applaus für den Marc Haller. Ja, recht herzlich guten Abend. Wahnsinnig schön, dass Sie alle hier sind. Ich gebe es zu, ich bin schon auch ein bisschen nervös, weil normalerweise spiele ich nicht vor so vielen Leuten. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das gibt einen guten Umsatz heute. Nein, wissen Sie, meine Damen und Herren, ich muss vielleicht ganz kurz sagen, bevor es losgeht. Normalerweise würde es gar nicht so anfangen, wie es jetzt angefangen hat. Nein, normalerweise würde ich nämlich gar nicht von dieser Seite auf die Bühne kommen, sondern von dort. Ja, schauen Sie dort, so durchs Publikum, ja. Und dann würde ich, was ja jetzt kommt, dann würde ich jedem, der hier im Raum sitzt, würde ich die Hand geben. Ja, aber das geht leider heute nicht. Und dann so habe ich selber geschrieben, habe ich sogar zu Hause geprobt, würde ich in der vordersten Reihe, würde ich zum Beispiel zu diesem Herrn da hingehen. Und dann würde ich so zu ihm hingehen und würde sagen, hallo und ja, Sie würden auch hallo sagen, ja, hallo, und dann sage ich, hey, ja, und dann würde ich Sie fragen, wie Sie heißen, und dann würden Sie zum Beispiel sagen, Peter, und dann würde ich sagen, Peter, das macht überhaupt nichts. Nein, das würde ich nicht sagen, nein, Entschuldigung. Schau jetzt da, das, Sie kenne ich. Doch, ja, Sie waren auch schon in meiner Show, oder? Hä? Doch, das letzte Mal, hä? Ja, ich weiß, das letzte Mal hatten Sie eine andere Begleitung dabei. Entschuldigung, es tut mir leid, meine Damen, ich bin ein bisschen verwirrt. Falls es heute keine gute Show wird, ist nicht meine Schuld. Es war eine wahnsinnig anstrengende Hinfahrt heute ins Theater. Ich bin etwa 4 Stunden im Stau gestanden. Gut, ich hatte Glück, ich war der vorderste Wagen, aber trotzdem. Ich habe dann, um die Zeit aufzuholen, bin ich dann extra schnell gefahren. Ja, ich habe mich so gefreut auf heute. Und vorne bei Zürich, dort, wo man in die Stadt reinfährt, hat so einen Blitzer. Und das hat mich wirklich gefahren. Das hat mich so voll so bang. So, ja, voll geblitzt. Ja, so bang. Ich habe zuerst gedacht, ich hätte eine Idee. Aber es hat mich dann später, kurz vor dem Theater, hat mich dann die Polizei gestoppt. Die haben so den nötigen Sicherheitsabstand gehalten. Ich habe das Fenster runtergekurbelt und der Polizist hat mich gefragt, was ich denn beruflich so mache. Habe ich gesagt, ja, ich bin Zauberkünstler und Comedian. Dann hat der Polizist mich so angeschaut. Ich habe ihn auch angeschaut und gesagt, Sie schauen gar nicht lustig aus, hat er gesagt. Ja, hat er gesagt, Sie schauen gar nicht. Und ich, was? Ja, das ist mir völlig klar. Wenn ich lustig ausschauen würde, dann wäre ich Polizist geworden. Ja, gut. Bin dann zu Fuß weiter. Hatte kein Geld, um mir ein Taxi hierher zu bestellen. Habe dann eine Pizza hierher bestellt und gefragt, ob ich mitfahren darf. Gut, ich merke, Ihre Begeisterung ist gross. Ganz kurz bevor es losgeht, Ihnen ist vielleicht aufgefallen, ich rede so komisch. Das hat einen Grund. Ich bin international tätig, bin halb Österreicher, halb Schweizer. Den Schweizer Teil habe ich von meiner Mutter, den österreichischen von einem sehr guten Freund meines Vaters. Gut, ich habe gedacht, bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz mit Ihnen anstoßen. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt so miteinander anstoßen, zeige ich Ihnen ein kleines Zauberkunststück. Das Zauberkunststück heißt die Flasche und das Glas. Und diese Flasche wird jetzt dann gleich vor Ihren Augen mit diesem Glas den Platz tauschen. Also die Flasche ist nachher da und das Glas da. Also schauen Sie mit dem rechten Auge auf die Flasche und mit dem linken Auge auf das Glas. Oder umgekehrt, ja. Und was ich noch sagen muss, ich kann nicht wirklich zaubern, sondern ich tue nur so, deswegen benutze ich diese Röhren hier. Röhre Nummer 1 kommt über dieses Glas und Röhre Nummer 2...
tut mir leid, man hat es gesehen, oder? Es tut mir leid, meine Damen und Herren, ich habe noch vergessen zu sagen, dass es für dieses Kunststück eine extra Flasche braucht, aber die wäre erst viel später dran gekommen. Wir fangen einfach nochmals von vorne an. Also gut, Röhre Nummer 1 kommt über diese Flasche und Röhre Nummer 2 über dieses Glas. Jetzt, was ich noch ganz kurz erklären muss, hier auf der Seite, schauen Sie da, hier gibt es einen unsichtbaren Knopf. Der ist unsichtbar, deswegen sieht man ihn nicht. Ja, wenn ich jetzt da drauf drücke, dann geht bei mir unten in der Garderobe die Toilettenspülung los. Die ist mit diesen Röhren hier verbunden, dann entsteht hier ein Vakuum. Die Flasche wird ganz, ganz, ganz klein. Hier ist ein doppelter Boden, schaut nicht aus, als wäre es ein doppelter Boden. Hier ein Förderband, angetrieben mit einem Elektromotor. Was ist das Gegenteil von Vakuum? Richtig. Ja, auf jeden Fall haben jetzt die Flasche und das Glas Platz getauscht. Ja. Ich schaue mal nach, ob es funktioniert hat. Es hat funktioniert. Meine Damen und Herren, das war der einfache Teil. Jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt, meine Damen und Herren, tack, haben die wieder zurück Platz getauscht. Yay! Gut, so, ja, ich weiß schon, es wird noch besser, es ist ein bisschen schnell gegangen. Ich fange einfach mal von vorne an. Also gut, Röhre Nummer 1 kommt über diese Flasche und Röhre... Oh. Nein, Entschuldigung, ich hab vergessen zu sagen, dass es für dieses Kunststück eine extra Flasche braucht, aber die wäre jetzt viel später dran gekommen. Wir fangen einfach nochmals von vorne an. Also gut, Röhre Nummer 1 kommt über diese Flasche und Röhre Nummer 2 über dieses Glas. Also hier ist die Flasche und hier, also eigentlich ist gar nicht hier die Flasche, sondern hier ist das Glas und hier die Flasche. Verstehen Sie? Aber ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, um dieses Kunststück vorzuführen, braucht es eine extra Flasche. Aber das war erst der einfache Teil. Der schwierige Teil, meine Damen und Herren, der schwierige Teil ist dann schon auch quasi, dass die wieder zurück Platz tauschen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, um dieses Kunststück vorzuführen, braucht es eine extra Flasche. Vor lauter Flaschen sehe ich den Wald überhaupt nicht mehr. Also warte jetzt mal, die Flasche. Nein, es ist nur eine optische Illusion. Also wenn Sie jetzt das rechte Auge zumachen, dann ist hier die Flasche. Ja. Und wenn Sie dann ganz schnell so aufs linke Auge wechseln, dann schaut es aus, als wäre hier, schauen Sie, hier die Flasche und hier das Glas. Ja, verstehen Sie? Ja, aber es funktioniert nur, wenn man hier, schauen Sie, da ist noch eine extra Flasche, aber eine, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschweift, ich wollte eigentlich nur mit Ihnen anstoßen, meine Damen und Herren. Ja, gerade jetzt in dieser Situation ist es immer wichtig, das Glas, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, bei mir ist das Glas immer halb voll, nie halb leer. Obwohl, mein Großvater hat immer gesagt, egal wie viele Flaschen leer sind, es gibt Flaschen, die sind leerer. Ja, ich weiß, der war sehr intellektuell. Aber ich finde einfach, mit einem vollen Glas macht es einfach doppelt so viel Spaß. Hier hat es noch eine extra Flasche. Ich wollte ja nur mit Ihnen anstoßen, meine Damen und Herren. Aber ich kann Sie beruhigen, es hat genug für alle. In diesem Sinne, Prost. Wunderbare Show von Marc Haller, a.k.a. Erwin aus der Schweiz. Wenn ihr noch mehr von ihm hören wollt oder sehen, geht online. Marc Haller ist mit seinem aktuellen Programm noch auf Tour dieses Jahr. Es heisst Hoppla, holt euch Tickets.